Hallo, ich bin die Mama von Nils und heiße Helga und heute geht es um seine Geschichte. Nils ist mit einem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Das war 1980. Wir haben erst nach ein paar Tagen erfahren, was überhaupt mit ihm los ist. Erst war natürlich große Traurigkeit, aber dann hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es toll ist, mit Nils zusammen zu leben, ihn ja zu begleiten und zu sehen, wie er sich entwickelt. Es hat natürlich sehr viel Kraft gekostet, aber Nils hat es geschafft, mit 16 Monaten schon zu laufen. Er konnte, oder ja, es kann das ja natürlich nicht mehr aufgrund seiner Demenz, aber er konnte schwimmen, Fahrrad fahren. Er war auch mit beim Langlauf. Er war fröhlich, er hat die Welt gemocht, geliebt, die Menschen sowieso. Nils kann seit Juni 2021 nicht mehr laufen. Er hatte eine starke Angststörung, musste dann in die Psychiatrie, wurde eingestellt und wie er dort dann wieder rauskam, konnte er nicht mehr laufen. Er sitzt seither im Rollstuhl. Das war schlimm für ihn auch, weil er schon gemerkt hat, dass sein eigentliches Leben, das voll war mit Hobbys, er spielte im Musikverein Schlagzeug und eben auch Tambourin, er war viel unterwegs, er ist unheimlich gern gereist. Er war mit uns unterwegs, mit der Gruppe unterwegs, hat sich viel angesehen und er war sogar alleine unterwegs. Mit dem Flugzeug ist er nach Ibiza geflogen, hat meine Freundin besucht, ist zu seinem Bruder nach Dresden geflogen. Er hatte ja Spaß daran, auch mit seinem Bruder mal ein Fußballspiel anzuschauen. Er war leidenschaftlicher Fan vom Bayern München, genau von Bayern München. Ja, also er musste schlagartig auf vieles verzichten und das hat er auch gemerkt und das hat ihm große Schwierigkeiten bereitet. Trotzdem haben wir und auch ich zusammen mit Nils gelernt, mit dieser Situation jetzt umzugehen. Wir haben uns darauf eingestellt, dieses Leben ist einfach nur anders geworden. Es ist immer noch unendlich schön mit ihm, bei ihm zu sein, für ihn zu sorgen, aber es ist nur anders und es ist nicht nur traurig. Wir haben auch heute noch wunderschöne Momente miteinander. Ja, also ich wünsche allen die nötige Kraft, die in ähnlicher Situation sind. Ich kann nur von mir berichten, dass es wirklich irgendwann gut wird, wenn man die Situation annimmt. Wenn man einfach sagt, ich kann nicht anders, ich muss jetzt sehen, es wird ja nicht besser. Ich möchte ihn begleiten, ich möchte nicht immer nur unglücklich sein. Und es gibt so viele, viele schöne Momente, die man einfach nutzen kann. Also auch mit einem kranken Menschen. Ich wünsche allen, die hier dieses Video sehen, einfach viel Mut und Kraft. Es lohnt sich. Mensch ist Mensch, egal in welcher Situation.